Herzlich willkommen, liebe Gäste in der Bisping und Bisping Lounge zum heutigen VIP-Talk nach dieser wirklich bitteren Niederlage des 1. FC Nürnberg gegen den SC Freiburg. Ich freue mich über zwei Gäste, zum einen Robert Ilk von der Fackelmann-Therme und Club-Mittelfeldspieler Markus Vollner. Herzlich willkommen den beiden. Während Markus hier noch ein wenig die Match-Statistik, diese unglaubliche Match-Statistik studiert, fangen wir einfach mal an, Herr Ilk, sprachlos, oder? Nach so einem Spielverlauf und dieses Ergebnis sehen zu müssen? Ist bitter, das anschauen zu müssen. Vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich die Verbindung herkriegen soll zu den beiden leistungsfähigen Trägern in der Metropolregion, nämlich der Therme und unserem Club, vor allen Dingen in Bezug auf die Qualität. Aber was positiv stimmt, das muss man an der Stelle sagen, ist, dass heute ein deutlich besseres Spiel zu sehen war, als wir es schon erleben mussten in der Saison. Und ich bin mir sicher, dass die Qualität auch wieder zurückkommt. Und von daher passen wir dann doch wieder ganz gut zusammen. Das freut mich sehr, so positive Worte von Ihnen zu hören, weil das haben wir auch von den Spielern gehört, in der Mixzone, in den vielen Interviews nach dem Spiel. Markus, das doch... Viele sagten, fußballerisch war der Club lange nicht so stark. Hast du das auch so gesehen? Ja, ich denke, wenn man einfach die Statistik mal anschaut, wie viele Torchancen wir hatten und vor allem in der zweiten Halbzeit so hochkarätige Torchancen, dass da ein Ball nicht reingeht. Ich war mir so sicher, wenn wir das 1-1 machen, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich hatte das Gefühl, ihr hättet noch 90 Minuten weiterspielen können. Das Tor wäre einfach nicht gefallen. Ja, es war richtig. Man hatte am Ende das Gefühl, egal wie lange das Spiel noch geht, wir schießen keins. Und Freiburg, glaube ich, kam in der zweiten Halbzeit gefühlt zweimal vor das Tor und schießt zwei Tore. Fußball kann so bitter sein, aber wir haben nächste Woche die Möglichkeit, wieder drei Punkte zu holen. Und wir wollen natürlich so schnell wie möglich unsere Punkte holen und damit anfangen. Ich denke, dass die Mannschaft wirklich ihr Gesicht gezeigt hat, wie sie Fußball spielen kann, wie sie auch arbeiten kann. Und das gibt für die Zukunft natürlich dann Hoffnung. Nach dem Spiel hat man ein sehr schönes Bild gesehen. Kapitän Raphael Schäfer hat die ganze Mannschaft zusammengerufen. Ihr habt einen Kreis gebildet. Was sind da für Worte gefallen? Das bleibt natürlich intern. Es geht immer darum, dass wir als Mannschaft auftreten wollen. Wir vertreten den Club, den Verein. Und wir wollen da alles daran setzen, dass der 1. FC Nürnberg in der Bundesliga bleibt. Und diese Geschlossenheit, die wir heute auch auf dem Platz demonstriert haben, wollen wir weiterhin auch zeigen und leben. Diese Geschlossenheit, dieses Herzblut hat man auch bei unseren Fans gesehen, die jetzt noch lange im Block gestanden haben. Die Mannschaft hat sich gestellt, ihr seid noch mal zu den Fans gegangen. Ich glaube, in erster Linie ging es darum, euch Mut zuzusprechen für nächste Woche, für dieses schwere Auswärtsspiel beim heimstarken Borussia Mönchengladbach. Ja, es ist richtig. In Gladbach zu spielen wird nicht einfach. Ich glaube, sie haben alle ihre Heimspiele bisher gewonnen. Richtig. Wir haben trotzdem letztes Jahr dort gewinnen können. Und wenn wir dann eine ähnlich engagierte Leistung bringen, natürlich dann auch mit Toren, dann werden wir da auch ein gutes Spiel abliefern. Wie wird die nächste Woche ausschauen? Sind die Köpfe schon wieder aufgerichtet? Ich glaube, verstecken müsst ihr euch nicht, auch wenn dieses Ergebnis natürlich komplett das Spiel auf den Kopf gestellt hat. Ich glaube, ihr habt schon sehr viel mitgenommen in den letzten zwei Wochen unter Gert-Jan Verbeek. Ja, ist richtig. Er hat uns direkt nach dem Spiel auch Mut zugesprochen. Es ging darum, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir uns die Chancen rausgearbeitet haben, das war einfach stark von der Mannschaft, muss man wirklich sagen. Sich über 90 Minuten dann immer wieder auch diesen Glauben zu haben, dann vor das Tor zu kommen. Heute hat uns wirklich das Glück gefehlt. Das hatten wir letztes Jahr vielleicht ein bisschen überstrapaziert und deswegen fehlt uns. Wir müssen uns das wieder erarbeiten und das werden wir tun. Ein Indiz dafür, dass dem Club das Glück derzeit fehlt, ist auch der 10. Aluminiumtreffer. Allein zwei in diesem Spiel. Herr Ilk, wie waren die Reaktionen im VIP-Bereich? Ja, auf der Tribüne natürlich, weil wir das Spiel ja verfolgt haben. Ich denke, wie bei allen anderen auch, eine große Enttäuschung, weil man wirklich gesehen hat, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass sie attraktiv nach vorne spielt und dass sie sich wirklich viele Chancen erarbeitet hat. Und von daher hätten sie wirklich das 2-0 am Anfang der zweiten Halbzeit verdient gehabt, aber dann geht es halt mal andersrum und dann steht es 0-1 und dann wird es deutlich schwieriger. Also verdient hätten sie natürlich ein ganz anderes Ergebnis und wir hätten uns alle heute deutlich mehr gefreut darüber. Der Club hat einen neuen Trainer mit dem Holländer Gert-Jan Verbeek, der den AZ Alkmaar dreimal in die Europa League geführt hat und zuletzt auch Pokalsieger in Holland geworden ist. Wie haben Sie ihn bisher wahrgenommen über die Medien als Typ? Gänzlich unbekannt, ein ganz neuer Name für jemanden, der sich für den Fußball interessiert, so wie ich das tue, war er auch ein neuer Mann. Aber das muss kein Schaden sein. Ich glaube, es ist gut, dass es einer ist, der ein bisschen Erfahrung mitbringt und der auch unbelastet ist und ich glaube, eine relativ junge Mannschaft wie den Club dann auch betreuen kann und mitziehen kann.
Und es ist dann schon bemerkenswert, wenn man Interviews oder Berichte liest bei uns in der NN oder in der NZ, dass die Spieler sich darüber wundern, dass sie abends feststellen müssen, dass sie seit dem Frühstück nicht mehr zu Hause waren. Dann ist es ein gutes Zeichen, aus meiner Sicht jedenfalls. Natürlich, Markus, müssen auch die Spieler immer diese ewig gleiche Frage beantworten. Wie ist es unter dem neuen Trainer? Was macht er anders? Oder ist es vielleicht gar nicht so viel wie unter Michael Wiesinger? Es ist immer noch Fußball, ja. Er ist natürlich sehr akribisch in seiner Arbeit. Ich glaube, das sind alle holländischen Trainer, die natürlich viel Wert auch auf das Offensivspiel legen. Und wir arbeiten ja jetzt erst 2 Wochen zusammen und ich denke, dass wir noch sehr viel unter ihm lernen können. Prima. Dann freue ich mich, dass beide da waren, aber wir müssen ja den Preis noch ziehen. Jetzt habe ich es fast vergessen, weil es ist auch unglaublich, dass überhaupt ein Gast dieses Ergebnis richtig getippt hat. Markus Vollner sagt gerade... Ich weigere mich zu ziehen, ja, das ist richtig. Das ist sehr sympathisch und wir sehen das, glaube ich, fast genauso. Aber dennoch, Sie haben ja einen tollen Preis zu vergeben, Herr Ilk. Was gibt es denn überhaupt zu gewinnen? Also es gibt für 2 Personen einen tollen Wellness-Tag zu gewinnen bei uns in der Fackelmann-Therme in Hersbruck. Natürlich inklusive aller Leistungen, die man sich so vorstellt. Thermenbesuch, Saunabesuch, Massagen, ja, alles, was man zum Wohlfühlen braucht. Das ist eigentlich das, was die Mannschaft hoffentlich dann auch mal genießen wird in Hersbruck, wenn sie die Winterpause erreicht haben und dann nochmal kräftig geackert haben und sich geschlossen bei uns erholen. So stellen wir uns das vor. Und ich hoffe, dass es jetzt einen Gewinner gibt, der vielleicht nicht aus Freiburg kommt. Wenn es natürlich einer bei uns aus der Region ist, muss man sich schon ein bisschen wundern. Oder er hat wahnsinnig viel Fußballsachverstand, aber das kann man nach dem Spiel, wie wir es heute gesehen haben, nicht so beurteilen. Also ist schon bemerkenswert. Das denke ich auch. Herr Ilk, da ja Markus sich weigert zu ziehen, müssen Sie. Ja? Ich denke, ein toller Gewinn, vor allem jetzt in der doch wieder etwas kälteren Herbstzeit. Dann würde ich mal vorschlagen, wie öffnet sich das Kästchen? Ich brauche mal hier so. Ja. So, 2 Karten sind es. Ist jetzt überschaubar schwierig. Bitte schön. Dann liest du wenigstens den Gewinner vor. Herr Ilk, dann muss ich Sie noch mal bitten. Oh, die Postleitzahl verheißt nichts Gutes. Aus 79353 Rahlingen, Philipp Kiss hat gewonnen. Wenn es nicht eingelöst wird, dann werden wir es einfach nochmal zur Verfügung stellen und dann wird es vielleicht an die richtige Adresse kommen. Fürs nächste Spiel, Herr Ilk, wir freuen uns ja immer über Ihren Besuch hier beim VIP-Talk. So, Markus, ganz kurz noch vergessen zu fragen, bist du denn wieder fit? Du hattest ja eine etwas schwerere Knieverletzung, warst die letzten Wochen von der Bildfläche auf dem Platz verschwunden. Noch kurz die letzte Frage, bei wie viel Prozent bist du wieder? Ja, ganz bei 100% bin ich noch nicht. Ist klar, ich bin 3 Wochen wegen der Knieverletzung ausgefallen. Es war schon so, dass ich ein bisschen Glück hatte. Ich hatte eine ähnliche Verletzung schon mal in Mainz. Es war das rechte Knie, da bin ich 6 Wochen ausgefallen. Von daher bin ich eigentlich sehr glücklich und froh. Innenbandriss? Auch Innenbandriss, ja. Und da bin ich froh, dass es eigentlich so schnell gelaufen ist. Prima. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder zurück bist auf dem Platz. Dankeschön. Und sind jetzt tatsächlich am Ende. Es sei denn, Herr Ilk, Sie wollen noch was loswerden? Nein. Gut. Dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder hier an dieser Stelle. Und dann geht es gegen Dieter Hecking, unseren ehemaligen Trainer. Eine extra Portion Motivation. Am 23.11. um 15.30 Uhr sehen wir uns wieder, aber vorab eben noch nächste Woche Samstag. Das Topspiel um 18.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Drücken Sie dem Club weiter die Daumen. Schönen Abend trotzdem noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.